Hallo, in diesem Video geht es darum, wie man die Definitionsmenge von Bruchtermen bestimmt. Nochmal als kurze Wiederholung: Bruchterme sind Terme, bei denen eine Variable oder mehrere Variablen im Nenner unten drin stehen. Wie jetzt hier bei Aufgabe A steht unten ein x. Was für Folgen hat es? Ja, für dieses x kann man ja beliebig Zahlen aus der Grundmenge einsetzen. Also hier heißt es jetzt, Grundmenge sind alle rationalen Zahlen. Also dürfte ich im Prinzip jede rationale Zahl einsetzen. Auch die 0 wäre erlaubt, laut Grundmenge. Aber was würde passieren, wenn ich hierfür jetzt eine 0 einsetzen würde? Ich schreibe es jetzt mal so hin. Dann würde hier stehen 7 Nulltel. Ein Bruchstrich heißt nichts anderes als geteilt. Also 7 geteilt durch 0. Und jetzt merkt man schon, geteilt durch 0 darf man nicht rechnen. Das ist nicht definiert. Deswegen müssen diese Zahlen, für die der Nenner 0 wird, aus der Grundmenge ausgeschlossen werden, und diese eingeschränkte Grundmenge nennt man Definitionsmenge. Also im Prinzip müssen wir nur einfach überlegen, wann wird dieser Nenner hier 0, und schließen genau diese Zahl bzw. diese Zahlen aus. Bei der ersten Aufgabe ist es einfach, im Prinzip ist ja schon verraten worden, die Definitionsmenge besteht aus der Grundmenge ohne die Zahl 0. Ist ja klar, wenn ich für x 0 einsetze, steht da 7 Nulltel. Ist nicht erlaubt. Also sind wir schon fertig. B. Wie sieht es hier aus? Ich schaue mir wieder den Nenner an, also den unteren Teil. Da steht jetzt 2x minus 10. Und jetzt muss ich herausfinden, für welches x wird dieser Nenner hier 0, und muss diese Zahl aus der Grundmenge ausschließen. Also im Prinzip nochmal, meine Frage lautet: Wann wird dieser Term hier gleich 0? Und im Prinzip kann man auch das komplett so hinschreiben. Ja, 2x minus 10 ist gleich 0. Hier kriegt man jetzt ganz normale Gleichungen raus, die man mit Hilfe der Äquivalenzumformung problemlos lösen kann. Oder wer geschickt im Kopf rechnen ist, sieht eigentlich auch schon die Lösung, nämlich 2 mal 5 sind 10, minus 10 sind 0. Also wird hier die 0 ausgeschlossen, die 5 ausgeschlossen. Definitionsmenge sind also alle Zahlen aus der Grundmenge ohne die 5. Man kann ja die Probe machen. Setze ich die 5 für x ein, ist es 2 mal 5 minus 10, also 2 mal 5 sind 10, minus 10 ist 0. Der Zähler spielt übrigens überhaupt keine Rolle für die Definitionsmenge, egal was da oben steht, also 8 plus 5 sind 13, ja schön. Auch wenn der Zähler 0 werden würde, spielt überhaupt keine Rolle. Es interessiert nur der Nenner. So, ein bisschen schwieriger ist diese Aufgabe. Man sieht, es kommen mehrere x drin vor und auch noch als Multiplikation verknüpft. Aber hier kann man sich es auch ganz einfach machen. Nämlich, was wissen wir aus einer Multiplikation? Zum Beispiel, vereinfacht gesagt, 2 mal 0. Ja, ein Faktor, sobald ein Faktor 0 wird, wird gleich das ganze Produkt 0. Also müssen wir nur überprüfen, für welches x wird dieser Faktor 0, und für welches x wird dieser Faktor hier 0? Also zwei Prüfungen durchführen. Der erste ist wieder einfach: 2 mal x. Ja, wann wird er 0? Für x gleich 0. Schreibt man wieder auf: Definitionsmenge ist die Grundmenge ohne die Zahl 0. Aber jetzt gibt es hier noch eine zweite, weil wir haben hier noch den zweiten Teil, den wir überprüfen müssen. Ja, welches x fällt hier raus? Also hier müssen wir auch wieder überlegen: 4x plus 16 gleich 0. Welche Zahl ergibt es? Kann man wieder als Nebenrechnung durchführen. Also einfach hier aufschreiben: 4x plus 16 ist gleich 0. Und dann mit Hilfe der Äquivalenzumformung, ja, minus 16, dann steht 4x ist gleich minus 16 geteilt durch 4. X ist gleich minus 4. So schnell kriegt man es raus. Oder wenn man ein bisschen stärker ist im Kopf rechnen, kann man das auch sofort erkennen. Also fällt in dem Fall die 0 und die minus 4 aus der Grundmenge raus. Ja, schreibt man einfach so hin. So, gleiches Spiel bei dieser Aufgabe hier. Ich habe wieder zwei Faktoren. Das heißt, einmal muss der Faktor 0 werden und einmal kann der da 0 werden. Und diese Zahlen schließen natürlich wieder aus. Also Definitionsmenge ist gleich wieder die Grundmenge ohne, ja, welche Zahlen darf ich nicht benutzen? Wann wird m plus 5 0? Ja, für minus 5. Also
fällt die minus 5 aus der Grundmenge raus. Und beim zweiten ist es die plus 3, weil 3 minus 3 wäre 0. Also ist die Definitionsmenge gleich Grundmenge ohne die Zahlen minus 5 und 3. Und so kann man eigentlich recht schnell immer jede Definitionsmenge bestimmen.